Moin, es ist Montag und es kam Post. Also nicht die Flex, aber jede Menge Fittinge und Baustoff. Die Wandplatte, von der ich erzählt habe, kann eigentlich kaum abwarten. Werde jetzt direkt durchstarten. Es ist ja schon 6:30, also schon wieder nicht mehr so viel Zeit. Aber wir werden soweit machen, wie es geht. Und los geht's. Ich habe mir jetzt mal den Brustgurt angezogen, dass ihr mehr sehen könnt. Und zwar will ich erstmal damit anfangen, ein paar Sachen dicht zu machen, dass wir vielleicht sogar heute noch da Wasser drauf geben können. Dafür brauche ich aber erstmal einen 15er Deckel. Ich hoffe, den haben sie nicht vergessen. Davon habe ich nämlich nur einen einzelnen bestellt. Aber immerhin waren sie so lieb und haben mir auch noch Haribo eingepackt. Naja, da muss man mal wühlen hier. Okay, ich habe ihn gefunden. 15 mm Kappe Kupfer. Sieht doch schön aus, oder? Ein Kupfer. Ich habe das jetzt hier gerade schon abgeschnitten. Man sollte das aber hier oben immer, also der Deckel würde jetzt schon da drauf gehen, das ist keine Frage, aber man sollte es immer noch hier bearbeiten, damit eben die Dichtung nicht kaputt geht. Ich hätte da natürlich auch ein bisschen mehr freistellen können. Habe ich aber natürlich nicht. Wichtig ist auch, dass die Außenseite einigermaßen sauber ist. Also eigentlich sogar ziemlich. Damit man dann auch eine ordentliche Dichtigkeit erreichen kann mit dem Gummiring, der da drin ist. Also es sollte so glänzen. Dann könnt ihr den Deckel draufstecken, so. Und jetzt macht man normalerweise, wenn man einen Stift hat, habe ich sogar, macht man sich hier eine Linie hin. Ich meine, es ist jetzt hier nicht so wichtig, aber jetzt könnt ihr das daneben halten und gucken, ob das auch wirklich ganz drauf ist. Profis machen das nicht und auch bei uns auf der Werft macht das auch fast keiner. Aber die es machen, sagen halt, das ist gut. Presse, die wird jetzt genommen, hier draufgeklipst. Das ist jetzt die Kupferbacke. Die hat hier auch so eine besondere Kontur, kann man ganz gut sehen, oder? Die setze ich jetzt hier an, wackel auch nochmal, drück drauf. Zack, hat wieder geklackt, ist verpresst. Der Grund, warum ich das zugemacht habe, war übrigens, hier war ja der Anschluss für die Waschmaschine. Und deswegen waren hier zwei Hähne, einmal fürs Klo und einmal für die Waschmaschine. Aber ich brauche nur noch einen. Und das hier ist gelötet, das heißt, es ist dicht, das bleibt so. Hier kann ich meinen neuen Wasserhahn reinschrauben oder ich mache das nochmal raus. Mache meinen neuen selbst rein, denke ich mal. Mit selbst abgedicht, dann kommt es auch nicht so weit raus. Die Verlängerung hier brauche ich ja nicht mehr. Und dann kann man sich das sparen, das hier alles aufzustemmen, weil das hier bleibt unten. Dann hatten wir ja diese Rohre vorbereitet da. Und dafür habe ich ja das hier gekauft. Das heißt, das hier muss jetzt hier in die Wand eingelassen werden. Und dann können da die beiden Wandscheiben für warm und kalt festgemacht werden. Die sehen ja so aus, habe ich euch schon gezeigt. Und die haben extra hier für verschiedene Winkel, dass wenn man mit den Rohren aus verschiedenen Winkeln kommt, haben die hier diese verschiedenen Löcher. Also es ist wirklich genau dafür gemacht und ist super einfach zu installieren. Einfach hier ein Dübel rein, da ein Dübel rein, draufgeschraubt, fertig. Da muss man nur dieses ganze Ding in Waage bringen. Und man hat vor allem auch diese Tiefe hier. Da hat man auch kein Problem mit. Also es ist wirklich perfekt. Wir haben ja eine neue Duschwanne bestellt für hier. Und die neue Duschwanne, die ist 80 breit. Plus 2,5 cm rechne ich mal, weil hier auch 2,5 cm sind. Ungefähr so. Und ich will ja nicht mit meinen Fliesen weiter rauskommen als das hier. Das heißt, ich bleibe so. Genau, 80 ist die breit. Demnach wollen wir hier bei 42,5 die Mitte von unserer Duscharmatur haben. Also quasi hier. Hier muss ich jetzt dieses Ding reinstemmen. Das heißt, ich halte mir das da jetzt an und dann stemme ich es da rein. Von der Höhe her hatte ich ja schon mal erklärt, dass wir da ziemlich genau wieder das annehmen, was wir hatten das letzte Mal. Also ich werde jetzt hier auf diese 21 ungefähr gehen, weil ich dann hier mitten im Stein bin. Das ist die höchste Festigkeit. Aber hier kommt ja auch noch die Duschwanne drauf. Also wir sind dann am Ende so bei 1,14 Meter oder 13 oder so. Und das ist ja okay. Also für mich, wenn ich jetzt hier unten auf dem Estrich stehe, dann ist es ja eine gute Höhe. Also und ich bin 1,90 wie gesagt. So, dann brauchen wir das Ding. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Perspektive findet. Ob die vielleicht total behindert ist oder ob ihr es feiert. So, ich denke mal, das hier ist die Mitte. Und jetzt zeichne ich mir das. Das hier ist natürlich ein bisschen blöd. Ich werde es wahrscheinlich hier innen drin irgendwie festspaxen. Oder mit Elektriker-Gips einfach kurz festgipsen. Jetzt wird das sowieso komplett überspachtelt und ist dann weit in der Wand drin. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich denke, ich schneide mir das auch hier jetzt mit der Flex aus. Dann habe ich das ein ganz Stück einfacher. Also ein bisschen tiefer muss ich noch, in der Mitte vor allem. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht top aus. Da kommt aber die Schlagdübel zum Einsatz. Ich habe jetzt hier einen 8er Bohrer gebohrt. Der hier wird's. Könnte mir jetzt hier auch einfach mit einem 6er langen Dübel hier rüber machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe ja hier noch diese langen, die könnten funktionieren. Trotzdem dann noch Gips drum, um es zu stabilisieren. Wenn man die jetzt hier drüben reinmacht, das ist doch eine Top-Idee. Das müsst ihr doch zugeben, oder? Bin ich ja mal super gespannt, ob es funktioniert. Rein theoretisch würde ich sagen, ja. Praktisch werden wir wirklich gleich herausfinden. Vielleicht aber tatsächlich sogar besser reinschrauben als schlagen in dem Fall. Irgendwo habe ich auch den Hammer hingetan. Ja. Hier. Hat tatsächlich funktioniert. Hätte es ja nicht gedacht. Naja, und hier schmeiße ich jetzt noch ein bisschen von dem Zeug dahinter, von dem Gips, und dann bleibt es an Ort und Stelle. Dass das jetzt hier so schön rausguckt, das ist absolut nicht schlimm, weil hier kommen ja dann diese Schienen drauf und das wird auf jeden Fall zugespachtelt. Also top. Also ich habe gerade keinen Bock rüber zu gehen und mir eine richtige Furt zu holen. Deswegen nehme ich jetzt einfach dieses Ding hier. Wird schon funktionieren. Wirklich nur so ein bisschen Wasser. Und dann haben wir hier das hier. Stuckgips nennt sich das. Das ist natürlich von Rigips, also von der Marke. Dann nehmt euch jetzt einfach immer so ein bisschen raus hier.
Also man braucht immer wesentlich mehr, als man denkt für die Menge Wasser. Also ich kann jetzt hier schon sehen, es ist jetzt super flüssig. Aber dann muss man sich auch schon direkt sehr, sehr ranhalten, weil das Zeug ja sofort anfängt anzuziehen. Also es ist auf der einen Seite geil von dem Zeug, auf der anderen Seite, guck, jetzt schon wieder zu hart. Hier nochmal einen Schluck Wasser dazu. Und ihr denkt dann immer so, oh, das ist viel zu flüssig. Und dann, wenn du kurz rührst, jetzt kann ich schon anfangen, das hier reinzumachen. Dieser Stein hier fixiert ist und so. Ich habe es gerade in Waage gebracht. Man kann damit auch eigentlich ganz gut Steine kleben. Jetzt einfach erstmal, dass dieser Stein hier fixiert ist. Und ich will nicht mehr, dass es sich irgendwo hinbewegt. Ich kann ja gleich nochmal mehr anrühren. Jetzt werden einige sagen, oh, jetzt nimmt er hier in der Dusche was mit Gips. Aber das ist so weit hinten und so sicher das Ganze, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache. Das würde ich auch nicht machen. Und dann nehme ich mir nochmal einen Stein. Ja, das mache ich vielleicht. Hält er hier? Also ihr seht, da kann man immer sehr rumprobieren. Und wie gesagt, das Zeug... Puffy-Effekt. Das Zeug hält wie Sau, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt natürlich nicht. Ich lasse es einfach so erstmal anziehen. Das dauert auch nicht lang mit dem Anziehen. Also es ist nicht so, dass es jetzt hier Tage dauert, sondern es geht wirklich schnell. Ich habe mir jetzt nochmal von draußen aus dem Bauschutt so einen Porenbetonstein geholt, hier den, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Schiebe ich das jetzt auch noch hier rein. Und dann sind wir hier schon ganz gut auf der sicheren Seite. Das andere ist jetzt schon angehärtet, also könnt ihr hier sehen, das Zeug ist echt krass, heißt nicht umsonst elektrischer Gips, sondern man kann das auch wirklich zum Kabel verlegen benutzen. Also dafür ist es auch gedacht eigentlich. Und halt zum Fixieren aller Sachen, also hierfür optimal. Muss ja nicht schön sein, muss nur halten, schön wird's später. Und dann können wir das jetzt hier ganz aushärten lassen und dann kann man hier später auch noch mit einfach mit Mauermörtel wieder noch mehr Steine reinkleben und dann ist gut. Genau. Hier, das wollen wir natürlich sauber lassen, weil wir hier die Schrauben gleich reinmachen wollen. Die beiden hier haben genau einen Abstand von 15 cm. Das ist genau der Abstand von der Duscharmatur, das habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Und solange wie das jetzt hier antrocknet, können wir uns schon mal hier um die Rohre kümmern. Da habe ich nämlich extra, das habe ich euch auch schon mal erzählt, dieses Lochband hier bestellt. Das ist einfach so ein Metalllochband mit so einem Gummiüberzug, dass die Rohre eben nicht beschädigt werden. Und die können wir jetzt aber benutzen, um die Rohre da unten in die Wand reinzudrücken. Und dann ist es schön ordentlich in der Wand drin. Jetzt ist schon wieder gleich 20 Uhr und ich kann schon wieder keinen Lärm mehr machen. Deswegen flexe ich jetzt noch schnell hier das hier frei, damit ich das dann vorbereiten kann. Dazu brauche ich natürlich hier wieder dieses Ding. Hier wäre das jetzt nicht so wichtig, ihr könntet mich auch einfach einzeln da reinmachen, das ist auch in Ordnung. Aber wir haben es jetzt hier, hat 4 Euro gekostet, ist dann ordentlich, deswegen mache ich es. Auf welche Höhe man das hängt, das habe ich euch das letzte Mal schon erzählt. Hier ist es jetzt natürlich schöner, weil hier kann ich jetzt einfach genau die Stelle ausstemmen, die ich brauche hier. Und das andere kann einfach bleiben. Das ist nicht richtig, oder? Ich gehe wohl erstmal woanders hin. Ich habe gerade vergessen zu filmen. Wie gesagt, mir rennt jetzt gerade ein bisschen die Zeit weg, deswegen will ich jetzt hier schon schnell die Löcher bohren, damit ich nicht mehr so mega lang laut bin. Hier ist es natürlich besser. Hier kann ich einfach links und rechts bohren. Das ist relativ ebenerdig hier. Jawohl. So ist das super. So gefällt mir das. Hier wäre jetzt eine kürzere Wasserwaage. Natürlich Premium, weil das Zeug hier, das guckt alles viel weiter raus. Wichtig ist nur, geht es überhaupt parallel waagerecht. Das sieht gut aus. Hier noch ein bisschen runter. Machen wir so. Kommen wieder die Schlagtübel zum Einsatz. Da nehme ich jetzt wieder die 6er. Das bietet sich da einfach an, weil es halt diese 6er Löcher hat hier. Und da passt nämlich auch dann der ganze Dübel einfach durch. Zack, fest. Ich mache es einfach auf der einen Seite schon mal fest hier. Und dann kann ich es auf der anderen Seite ausrichten. So ist es natürlich super easy, ne, im Vergleich zu dem, was wir jetzt eben gemacht haben. Jetzt können wir hier schon die Rohre anschließen. Das ist halt richtig geil so. Jetzt mache ich wohl lieber keinen Lärm mehr. Für heute reicht. Also eigentlich wollte ich euch gerade total stolz eine Lösung für ein Problem erzählen oder zeigen, aber das fällt aus, weil das Rohr, was ich gesucht habe, ist einfach weg. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich hatte es gestern. Jetzt ist es weg. Naja. Zunächst nehmen wir erstmal die Säbelsäge. Das hier muss ja hier rüber, also das soll ungefähr, also ich muss hier wahrscheinlich nochmal eine Ecke morgen freistemmen. Nehme ich mir nochmal zeitlich morgen an. Ich will auf jeden Fall hier mit diesem Reduzierstück, was kein richtiges Reduzierstück ist, aber es passt da rein. Hauptsache, ich habe keinen Stoß mit einer Dichtung einfach. Deswegen habe ich jetzt dieses Ding hier, das ist eigentlich für Regenrinnen gedacht, Rohrmuffe grau. Und dafür habe ich auch noch eine normale Doppelmuffe gekauft, um das Ganze abzudichten. Aber wie gesagt, die ist einfach weg. Die kommt aber hier rein. Da kommt dann, also ich schneide es erstmal hier ab. Das hier kommt hier rein. Nicht. Weil es nicht passt. Ich hatte es doch gemessen. Ach, da sind vielleicht kleinere Rohre hier. Diese alten. Nee. Schade. Das hätte ja funktionieren können. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist eigentlich... Also ich will einfach keinen Stoß hier in der Wand haben. Und die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, ist irgendwie das hier jetzt zusammenzuschmelzen und hier oben ein anderes Rohr reinzustecken, damit ich eben keinen Totstoß hier habe. Ich hätte gerne einen schönen Übergang, dass das Wasser, egal wie es halt kommt, da reinläuft und nicht hier auf die Kante läuft und dann hier auf der Dichtung steht. Das ist wohl ein Problem für den morgigen Joel.
Vielleicht muss ich ja was online bestellen, weil Bauhaus hat da nichts. Das hier hat jetzt eben Rick mitgebracht, aber das ist halt auch keine Lösung. Und ich will einfach keine Muffe hier haben, nur. Ich vertraue dem einfach nicht. Was wir jetzt aber schon mal machen können, ist das hier vorbereiten. Also hier kommen diese Kupferrohre aus dem Boden und ich will natürlich auch wieder von diesem Kupferrohr zu dem Aluverbundrohr. Da gibt es keinen richtigen Pressübergang, den man einfach so pressen kann. Aber was es gibt, ist eine pressbare Muffe, weil man da ja auch wieder die Materialtrennung berücksichtigen muss. Die sieht so aus. Und dann nehmen wir einfach hier eine normale Kupfermuffe. Das ist wie die Kappe, die wir vorhin gepresst haben, nur als Muffe. Und die haben hier so Begrenzer, weil hier würde man jetzt denken, das slidet viel zu weit drauf, aber tut's nicht. So, und das können wir jetzt hier drauf pressen. Und dann haben wir Übergang von Kupfer auf das Aluverbundrohr. Dann können wir mit dem Aluverbundrohr hier rüber gehen, hier festschrauben und sind dann hier ready to go quasi. Und dann haben wir das schon angeschlossen. Dann müssen wir halt nur noch hier diesen Übergang irgendwie hinbekommen. Aber da findet sich schon noch was. Ich bin zuversichtlich. Ich zeige euch das jetzt einfach schon mal mit dem einen hier, weil ich dafür für das andere muss ich noch stemmen hier. Weil hier dieser Waschbeckenanschluss, der soll ja hier unten hin. Und ich muss mit diesem Rohr hinter dem hier hochgehen, damit ich dann den hier hinsetzen kann. Alternativ setze ich den halt hier hin. Dann muss ich hier unten sehr um die Kurve. Da muss ich auch stemmen auf jeden Fall. Ich muss so oder so noch ein bisschen stemmen. Deswegen bin ich da heute leider sehr begrenzt. Naja, ich schneide den jetzt noch ein bisschen frei. Zeige euch, wie man das einmal verpresst. Dann habe ich euch das wenigstens mal gezeigt schon mal. Dann können wir da schon wieder morgen anders weitermachen. Also Isolierung weg. Jetzt seht ihr, hier ist zum Beispiel eine krasse Delle. Und ich will diese Delle will ich nicht haben. Ich gucke jetzt einfach, ob hier weiter unten auch noch eine Delle ist vom Stemmen. Hier unten sieht es tatsächlich auch sehr nach einer Delle aus. Okay, ich kann nicht mal das heute machen, weil ich auch dafür stemmen müsste. Ach, es nervt doch alles. Spaß, nervt nicht. Macht Bock, aber ich muss halt das hier unten machen, weil ich keine Delle mit einbauen möchte. Ich habe jetzt auch noch mal eine ganze Weile gegoogelt und ich würde halt sagen, also man kann das mit einer ganz normalen Doppelmuffe mit Ringansatz machen. Ringansatz heißt einfach nur, dass sie so eine Kante innen drin hat. Ich sage halt alle, die ist dafür gemacht, das ist in Ordnung. Ja, naja. Ich wollte euch trotzdem gerne noch wenigstens das zeigen, beziehungsweise auch für mich gerne ein Erfolgserlebnis haben. Deswegen würde ich jetzt gerne wenigstens diesen einen noch hier hinmachen. Finde ich auch ganz cool. Ich habe die mal wieder reingedrückt hier. Jetzt können wir das hier mal hier abschneiden so ein bisschen. Nicht ganz abmachen, sondern einfach nur hier so runterkrempeln. Jetzt können wir das mal hier hinhalten. Wir könnten jetzt ganz gerade reingehen, aber ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, hier auch das so leicht schräg zu machen. Also machen wir das so, weil es eigentlich schon wieder zu schräg ist. Ja, aber ist schon in Ordnung. Zeichne ich mir jetzt an hier. So, dann nehmen wir jetzt hier diese Zange. Abgeschnitten. Wieder Kalibrierwerkzeug. Dann kann man das hier draufstecken. Da sieht man jetzt wieder sehr schön das Weiße hier. Ich denke, wir können es dann doch hier so leicht schräg machen, das ist in Ordnung. Ich habe unten ja noch extra ganz viele Rohre rausstehen lassen, damit ich da Möglichkeit habe, das noch anzupassen. Jetzt habe ich hier gerade noch die 15er Backe drauf, mache ich raus, 20er Backe rein. Und dann werden da sogar extra Schrauben für mich geliefert. Das ist ganz cool. Boah, hier ist erstmal nur 3 Stück, ne? Ich wüsste sogar, wo dieses Rohr ist. Es wurmt mich so sehr. Schrecklich sowas. Jetzt müsste ich noch an meinen Schraubenzieher kommen. Das Ganze jetzt noch ein bisschen in Position bringen. Und dann am besten nicht direkt ganz anziehen, sondern kurz warten, bis ihr die alle gut reinkriegt. Jetzt hat's geklappt. Rohr kann ich, wie gesagt, dann noch mit diesem Lochband gut fixieren. So, jetzt haben wir die eine Seite hier schon mal. Können das hier wieder hier hoch machen. Ich klebe es jetzt noch nicht zu, ich würde es dann später zukleben. Einfach, damit es geschützt ist, weil da kommt ja dann auch wieder Speis drum. Und dann beim Merkspruch, rechts kalt, können wir hier schon mal so einen Baustopf reinschrauben. Baustopfen haben eine Dichtung, das heißt, die müssen nicht eingedichtet werden, sondern die könnt ihr einfach so lassen und die sind dann noch dicht. Die könnt ihr auch bis zum Verputz drinnen lassen, also könnt ihr quasi zum Fliesen legen, Zucker da lassen und dann abmachen und dann die Armatur festschrauben. Also quasi können wir die jetzt bis zum Ende hier drauf lassen. Ich mache jetzt den anderen doch auch noch direkt. Wie gesagt, hier müsst ihr immer sehr vorsichtig sein, beim Biegen, ihr dürft jetzt nicht unfassbar viel Kraft anwenden. So kann ich es festschrauben. Also kann ich es jetzt so verpressen. Genau, das schraube ich jetzt hier noch fest. Und dann war es das für heute. Und wir sehen uns morgen. Hoffentlich mit mehr Erfolg mit HT-Rohren. So, neuer Tag. Und was ist hinter mir? Eine Palette voll mit Sachen. Ich bin so gespannt. Sehr, sehr scharf, wie ihr seht. Ah, geil. Nur, das ist ein Nebenfeld alles, weil diese Paletten, die sind ziemlich kaputt. Jawoll. Alter, die ist ganz schön schwer. Da ist eine Mauernotfräse drin. Tada! Ist unser neuer. Okay, ist festgezogen noch. Unser neuer Staubsauger. Ist das nicht geil? Mann, das Ding ist brutal. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Und dazu gibt es noch kostenlose Spanngurte. Mann, das ist wie Weihnachten. Nur mit Werkzeug. Und ich liebe Werkzeug. Husqvarna Staubsauger. Hammerteil. Wir haben uns noch ein Paket mit Müll mitgegeben, auch voll geil. Ah. Tada! Und das hier
ist die Fußbodenheizungsfräse. Unfassbar geil. Das ist die Fräse. Und das hier ist, wie gesagt, die Mauernutfräse. Ist das überhaupt richtig rum? Nö, jetzt ist es richtig rum. Jawohl. Da sind jetzt hier diese Scheiben dabei, eben um in die Wand rein zu fräsen. Also hier Mauersteine, Kellersteine. Also es ist eigentlich eine normale Mauernutfräse, aber um im Boden zu fräsen, hat man eben so dickere Dinger hier. So sehen die aus. Und die gibt es auch für harten und für weichen Boden. Die Orangen hier, die ist jetzt für weichen Boden oder für Wände oder für so alten Beton oder so holländische Standards, weil die Maschinen kommen aus Holland. Die sind für sehr harten Boden. Bin ich ja so gespannt. Richtiger Unterschied. Und das ganze Ding haben wir, damit wir eben auch in kleinen Ecken und so fräsen können. Gut, dann haben wir tatsächlich noch ein Paket. Ich habe keinen Bock, das aufzubauen. Es ist eine Rohrhaspel. Ich blende euch ein Bild von der Rohrhaspel ein. Wenn wir es benutzen zum Fußbodenheizung verlegen, zeige ich es euch. Mein erklärtes Ziel für heute ist eigentlich immer noch das gleiche wie gestern. Leider Wasser auf die Leitungen zu geben, damit ich gucken kann, ob hier alles dicht ist. Damit ich dann das hier alles zumachen kann mit Rigips. Guck mal, ich habe das am Samstag gemacht, jetzt ist Dienstag. Mann, das ist echt übel, wenn man nur so ein paar Tage, so ein paar Stunden am Tag hat. Aber genau, deswegen will ich heute vielleicht mal nicht so viel labern, sondern einfach mehr arbeiten und nicht so viel erklären. Ich hoffe, es gelingt mir, weil ich rede sehr gerne, während ich das mache und erkläre das gerne. Wie gesagt, hier unten muss ich jetzt mal freistemmen. Hier unten noch so eine Ecke wegmachen wahrscheinlich, damit ich hier besser rum schön Radius biegen kann. Hier muss ich noch ein bisschen wegstemmen. Ich war im Baumarkt und habe noch eine Muffe gekauft, weil die andere ist ja offensichtlich vom Erdboden verschluckt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das alles machen und filme einfach dabei. Wenn jetzt die Steine reinfallen, ist es nicht so schlimm, weil unten ist ja nichts angeschlossen. Das heißt, das fällt einfach unten auf den Kellerboden. Deswegen ist mir das ziemlich egal. Jetzt kann ich die abschneiden und so müsste ich auch da unten mit der Presse dran kommen. Das ist ganz gut. Presse haben wir ja noch von gestern hier. Dann habe ich euch ja erklärt, dass wir das wieder bereinigen müssen hier. Da kommt natürlich wieder dieselbe Säge zum Einsatz. Hier ist ja das Schöne, bei diesem Kupferrohr, was so eingepackt war, das ist komplett sauber. Also da muss ich jetzt nicht hier übelst arbeiten dran, sondern ich schneide es einfach ab und dann mache ich es mit meiner Hand sauber und dann kann ich schon da drauf pressen. Ich muss jetzt nicht anfangen, so wie das hier, das muss ich ja komplett sauber schleifen. Kupfer wieder einzeln saven, weil da gibt es ja mehr Geld dafür, wie immer. Und das hier aber trotzdem sauber schleifen, dass hier keine scharfen Kanten sind. Sauber. Dann haben wir hier eine Muffe, zack. Und jetzt gucke ich erstmal, ob ich mit meiner Backe da hinkomme oder ob ich das hier vielleicht erst pressen sollte. Ja, also ich werde erst das weiße Rohr hier drauf pressen und dann werde ich hier unten das Kupfer pressen, weil an das Kupfer komme ich mit meiner Kupferbacke, die noch da hinten liegt, aber an das obere nicht. Und dann will ich natürlich so möglich wenig wie möglich. Ich möchte natürlich so wenig wie möglich wegstemmen von meiner Wand. Deswegen einfach eine Pressreihenfolge einhalten, dann ist gut. Und es geht ja los. Entgraten und kalibrieren. Das Wort kalibrieren ist von irgendwie geil, oder? Ich kalibriere. Hört sich so technisch an. Draufstecken. Ding irgendwie erstaunlich schwer. Und vielleicht nicht genug kalibriert. Ah, doch jetzt. Dann verpressen. Ich darf übrigens nichts verkacken. Ich habe nämlich alles nur einmal bestellt. Das wird schon. Zur Not ist der Baumarkt ja auch nicht so weit weg, aber da kosten die Sachen einfach viel, viel mehr. Also Bauhaus, wenn ihr renoviert, kann ich euch Bauhaus eigentlich überhaupt nicht empfehlen. Die sind so teuer. Stimmt zwar, Bossi? Willst du mal riechen? Ist das abgenommen? Ja, gut. Down. Kannst du ja hier hinlegen. Die Leute sehen nichts. Das verpresse ich jetzt auch direkt hier. Der Grund, warum ich hier jetzt nichts aufgemalt habe, ist, man kann genau sehen, ob es rausrutscht oder nicht. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Ich stecke das jetzt einfach grob hier drauf erstmal, damit ich jetzt erstmal gucken kann, wie weit ich denn überhaupt hier Rohr brauche für das Ganze. Ohne es wieder kaputt zu machen. Und ich denke, ich werde hier oben die Ecke auch noch wegstemmen gleich. Und dann muss ich hier, vielleicht hole ich mir noch einen Winkel, aber dann müsste ich zum Baumarkt. Ach, mal gucken, wie sich das überhaupt verhält. Kriegen wir schon hin. Ich schneide jetzt hier erstmal das grob zu. Kalibrieren tue ich das jetzt nicht, weil ich das ja auch noch abschneide, weil es ist jetzt noch nicht meine endgültige Länge. Das heißt, ich kann aber das hier schon mal kalibrieren, weil ich hier natürlich einen schönen Bogen habe gerade für hier rüber. Den hier versuche ich jetzt weiter unten noch abzuschneiden, damit ich hier den Radius nutzen kann. Weil in der Mitte will ich ja noch hier... Nee, ich wollte es ja hinten lang führen. Da muss ich hier noch ein bisschen mehr stemmen. Sollte relativ frei gestemmt genug sein, sage ich mal. Aber hier so eine Ecke. Schon laut, so. Kann ich nicht verneinen. Am wichtigsten ist hier eigentlich wirklich, dass ich die beiden Dinger hier habe. Wie gesagt, hier ist jetzt mit dem Abstand nicht so wichtig. Wenn man das jetzt hier oben als Wandgarnitur hat, das, also Wandauslass, dann ist das auf jeden Fall super wichtig, dass der Abstand passt. Hier könnte ich jetzt auch die beiden nehmen, könnt ihr aber festlegen. Aber will ich eigentlich nicht. Deswegen, ich werde das schon noch in Position rücken, so wie ich es da drüben gemacht habe. Naja, jetzt werde ich erstmal hier das so ein bisschen von Korrosion befreien. Geht echt gut damit. Das sieht gut aus. Guck mal, die Muffe, dann geht da schon ein Stück drauf. Da muss ich doch nochmal was wegstellen. Passt. Ich hasse es. Hier sollte ich eigentlich mit der Pressbacke hinkommen, ohne Probleme. Ausprobieren.
Ja, vielleicht auch mit Probleme. Die können wir auch lösen, ne? Das sollte schon reichen hier. Halala. Top, passt. Nehmen wir auch das hier, das habe ich gestern schon zusammengesteckt. Habe jetzt gerade hier Kupferpflaster drauf. Zieh es nochmal ab, gucke, ob ein ein Dichtring drin ist. Steck sie da zusammen, verpressen. Der sitzt jetzt ein Stückchen weiter unten. Dann kann ich hier schöner herumgehen, wobei ich mit dem wirklich eh hier hinten lang will. Hinter dem HT-Rohr lang. Hier jetzt wieder kalibrieren. Richtige Pressbacke drauf. Das schneide ich jetzt auch wieder etwas mehr ab. Fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, ob ich genug Bauchstopfen gekauft habe. Doch genügend kalte. Und kalte brauche ich auch nur, weil warm Wasser mache ich nicht an. Und da kann ich, glaube ich, auch den Hahn einzeln zudrehen. Ich drehe dem den Hahn zu. Hier ist übrigens die Muffe, die ich gekauft habe. Und das hier ist ja das Rohr, an das ich gehen möchte. Jetzt habe ich gelesen, dass man dieses Rohr natürlich so gerade wie möglich abschneiden sollte. Was ja auch Sinn macht, damit man einen möglichst geraden Stoß auf Stoß hat. Damit das Wasser gar nicht erst auf die Idee kommt, hier in diesen Dichtring zu laufen. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus hier, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch nicht der größte Fan davon. Aber ich denke, nachdem das Internet mir jetzt 3 Tage lang erzählt hat, dass es gar kein Problem ist und dass es ja auch dafür gemacht ist, denke ich eigentlich, dass ich es machen kann. Ich hoffe, ihr habt es gerade gesehen. Einfach eine mega fette Ecke weggebrochen. Während ich sage, ist eine gute Idee. Das ist vielleicht ein Zeichen. Och Mann, aber es geht halt in der Wand nach unten. Na, dann kann ich echt theoretisch alles neu machen, aber will ich nicht. Will ich nicht. Ja. Ne? 45 Grad Bogen holen vielleicht. Ja, lieber 2 45 Grad. Statt, was habe ich hier? 3x30? Ne, diese sind 15 Grad Bogen. Ja, nee, ich brauche die 90 Grad schon, weil das geht nicht. Oder halt noch einen Bogen. Ihr seht, es ist alles immer nicht ganz so einfach. Es geht alles, aber es macht manchmal halt einfach keinen Spaß. Nee, Schmatze immer nicht. Schmatze ist hier. Das Ganze muss halt natürlich auch gleichmäßig oder gleichzeitig eingebaut werden. Ich mache jetzt hier richtig viel Schmatze drauf, in der Hoffnung, dass es dann noch dichter wird. Dichter als dicht. Klingt logisch. Nee, aber ich denke, ihr versteht die Problematik, die ich habe, ne? Das Ganze flutscht hier natürlich bombig drauf. Hier hinten ist noch ein Stein, den ich gerne weg hätte. Hier ist jetzt auch eine wichtige Sache. Hier zeichne ich mir jetzt bewusst wieder das hier an, weil ich natürlich auf keinen Fall möchte, dass diese Muffe verrutscht. Weil wenn das passiert, dann ist es auf jeden Fall undicht. Brauche ich noch ein paar Bögen. Ich wollte gerade schon sagen, ratet mal, welchen Bogen ich nicht mehr da habe. Aber ich habe noch einen 30 Grad Bogen. Flutschi. Dann das hier. Davon ein Stück. Finde ich super. Ich denke, ich stemme jetzt noch mehr raus. Das sehe ich, also mein anderes Rohr, das geht auf jeden Fall hier oben lang. Das passt ja auf jeden Fall. Und dann kann ich mit dem, denke ich, werde hier noch die Ecke wegstemmen. Und dann brauche ich doch gar nicht dahinter springen, sondern kann einfach hier unten lang hochgehen. Mann, bin ich froh, wenn das hier gemacht ist. Und dann kann man nur noch hoffen, dass es dann auch dicht ist. Das hier ist übrigens ein, hat das hier einen Namen? Nee, ein Waschbeckenanschluss. Der sieht anders aus als ein normaler 90-Grad-Bogen. Normaler 90-Grad-Bogen hat so Dichtung drin, der hier nicht. Hier kommt da so eine Rosette rein und in diese Rosette wird dann der Siphon vom Waschbecken reingesteckt. Ja, guck mal, das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus, würde ich sagen. Eigentlich bin ich stolz. Eigentlich. Das hier nochmal wegdrehen. Also ihr seht, warum ich das noch nicht verpresst habe. Ne? Ich kann es jetzt hier frei hin und her bewegen. Und das ist auch wichtig. Deswegen pressen immer erst dann, wenn ihr wisst, okay, fertig. Den hier werde ich auch leicht gedreht reinmachen. Mann, sollte das gehen. Und den Schutzlauch, den will ich nicht vergessen. Der ist wichtig. Na, muss mir da unten ein Küsschen vorbeibringen. Schlaf, Babusi. Lauf. Werkzeugslalom. Nee, ganz von unten ist zu krank. Mal lieber so leicht schräg. Oder kriege ich von ganz unten. Da nehme ich jetzt wieder das Kalibrierwerkzeug zur Hand und nutze das zum Biegen. Ja, das sieht gut aus. Hier kann ich sogar noch ein bisschen runtergehen. Dann komme ich hier unten tatsächlich richtig schön rein. Top. So gefällt mir das. Jetzt mal das hier hinhalten, damit ich weiß, wo ich abschneiden muss. Also es gibt echt undankbarere Systeme als das hier. Das hier ist schon ziemlich nice. Das ist ein Traum. Ein Traum. Endlich wieder pressen. Mal gucken, ob es auch ganz drin steckt. Gut. Deswegen habe ich den jetzt noch nicht drauf gemacht. Den kann ich jetzt hier einfach abziehen. Den Schutzlauch nehmen. Drüber schieben. Also hier unten könnt ihr das dann ein bisschen länger lassen einfach. Und nochmal hochkrempeln. Jetzt natürlich die Frage, wo habe ich die Schrauben dafür? Wahrscheinlich in meiner Hosentasche hier. Habe ich einen Schraubenzieher? Den habe ich nicht.
Wie ihr seht, verliere ich hier andauernd Werkzeug. Gefunden, weiter geht's. Ich habe die früher immer einen Akkuschrauber angezogen, aber braucht man gar nicht. Also einfach mit der Hand. Ist ganz easy. Ah, mir fällt gerade ein, dass ich noch zwei Löcher bohren wollte. Schon fixiert. Und dann kann ich mich mit dem HT-Rohr und der anderen Seite beschäftigen. Das ist doch mal was. Jetzt noch hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier. Also es steckt ganz drauf. Ist noch verfressen hier unten. Jetzt aber. So, da haben wir Kaltwasser. Nice, oder? Ach, vielleicht hätte ich es erst runterziehen sollen. Naja, ist nicht so schlimm. Kann einfach hier nochmal ein Stück da drum machen und mit Panzertape zusammenkleben. Kommen wir zur anderen Seite. Wandscheibe gefällig. Da will ich möglichst hier diesen Winkel annehmen. Den biege ich mir da auch gleich mal hin. Naja, erstmal mache ich das HT-Rohr jetzt. Vielleicht gehe ich hier sogar mit noch einem Dings dran. Okay, mach ich nicht. Das ist genau das, wovor ich Angst habe hier. Eigentlich würde ich gerne noch ein Stück weiter runter mit meiner Muffe. Viel, aber ein bisschen. Es kann jetzt natürlich jederzeit passieren, dass es einfach komplett zerstört. Das ist zum Glück nicht passiert. No risk, no fun quasi, ne? Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Spiel. Das ist gut. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Muffen? Kann ich euch mal erzählen. Angeblich sagen alle, dass da passiert nichts. Aber man kann halt auch nicht allen vertrauen bei dem, was sie so erzählen. Also hier werde ich jetzt den roten Schlauch von oben drauf stecken. Dann kriege ich nicht mehr drauf. Dass es auch mittig sitzt, will ich es da haben. Ich mache es lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. Weil das ist nämlich wie beim Friseur. Kürzer kann man machen, länger nicht. Da ist schon Schmatze drauf. Alter, jetzt hat er verloren. Das ist höchst professionell hier. Den hier kann ich noch ein bisschen nach da drehen. Ich denke, besser wird's nicht. Ich mache jetzt hier auch wieder ein bisschen weniger wegschneiden, als ich gerade angezeichnet habe. Damit ich noch ein bisschen Spielraum habe. Okay, vielleicht finden wir jetzt ein bisschen viel Spielraum. Ja, ist es. An der Stelle würde ich euch gerne nochmal sagen, dass es da nie ein es ist perfekt und 100% richtig gibt. Es ist immer so, wie es funktioniert. Für euch solltet ihr es machen. Meiner Meinung nach. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, boah, das kannst du gar nicht so machen. Das ist ja absolut scheiße. Aber Hauptsache, es funktioniert am Ende, oder? So gefällt mir das. Halt. Schutzschlauch. Schutzschlauch. Mit dem Abwasser bin ich mir noch nicht 100% sicher, ob ich da nicht nochmal was anderes mache, aber wenigstens sind die hier, das ist wichtig und das ist ja auch der größere Akt. Was ein Akt, aber geschafft. Jetzt kann ich hier direkt auch auf kalt wieder einen Stopfen drehen, weil kalt wollen wir ja dicht haben. Und dann haben wir tatsächlich hier unten alles fertig und können in den Keller gehen und unten alles anschließen. Das, was ich im Keller machen will, macht keinen Krach, deswegen dachte ich, ich zeige euch jetzt mal was Krach macht. Das ist dieses Lochband, was ich euch gezeigt habe und davon mache ich jetzt hier eins rein. Und hier ganz unten eins rein und zeige euch, wie man damit am besten die Sachen in der Wand fixiert. Also ihr schneidet euch mit der Säbelsäge natürlich, weil mit welchem Werkzeug denn sonst? Erstmal so ein Stück ab. Ich würde euch sehr empfehlen, so eine Rolle hier zu fixieren mit so einem Draht, weil sonst springt ihr euch auf und ihr habt dann so einen übelsten Salat. Dann könnt ihr es einfach hier irgendwo in die Ecke drücken erstmal. Dann habe ich hier meine Nummer 1, Schlagdübel. Am besten nehmt ihr dafür die dünne Seite, weil sowas, weil da kommt ihr besser dahin. So fest, die andere Seite. Damit kann man jetzt die Spannung aufbauen mit der anderen Seite. Also gleiches Spiel quasi. War jetzt vielleicht keine gute Bohrung da. Ich gehe mal noch weiter hier runter. Und man kann es auch diagonal spannen. Spannend, ist ja nicht schlimm. So, fest. Super geil, kommt nicht mehr raus. Und ihr könnt es jetzt entspannt hier zuspachteln. Und das Ganze mache ich jetzt halt hier unten auch nochmal, dass es hier unten auch in die Wand reinkommt.